Na, mein Engelbengelinchen, jetzt sind wir zwei wieder ein Paar, also lege ich mal los und schau mir mal dein Leberthema an. So, es sieht ja mal lustig aus und das ist nett ausgedrückt, was ich da sehe. Lauter weiße, gelbe Flecken, das ist so wie verhärtet, da funktioniert gar nichts mehr in deiner Leber. Es ist ein kleiner Teil, der in Anführungsstrichen die ganz große Leber noch am Leben erhält, Leber leben. Und der Rest funktioniert gar nicht mehr. Das ist so wie, als wenn deine Leber komplett radioaktiv ist und dein Körper von innen nach außen bestrahlt, verstrahlt und immer wieder vergiftet. Weil wir wissen ja, Strahlung ist alles andere als Hippie-Aie, Schweinebacke. Heieiei. Wir müssen jetzt also mal eine schöne Leberreinigung bei dir machen. Alles natürlich nur energetisch, weil wir sind ja kein Arzt, kein Heilpraktiker, kein Apotheker. Haben wir das auch mal wieder gesagt? Weil wir sind ja ordnungsgemäß und brav, nicht wahr? Genau. Halleluja. So, ich nehme jetzt einen Staubsauger. Nur die Tülle, das kennst du ja, wenn man da vorne diese Dings da unten abmacht. Und fange jetzt mal an, deine ganze Leber mit diesem Staubsauger systematisch von all dem Dreck und Schmutz, den du über die Jahre in dich hineingestopft hast, selbst hineingeatmet hast, wie auch immer, jetzt rauszusaugen, damit deine Leber mal wieder in die Entspannung kommt. Das ist kühl. Es ist so, ah. Die Leber ist unglaublich, also bedankt sich bei mir, dass ich das jetzt mache und bedankt sich bei dir, dass du mich darum gebeten hast, dass ich das jetzt für dich machen kann. Halleluja! Boah, Wut, Hass, Zorn. Da ist von deinem Großvater so viel Rache, Mordgedanken, Biestigkeit, dem anderen die Butter auf der Stulle nicht zu gönnen. Alles ist scheiße, alles ist doof, da ist keinerlei Freude, kein gar nichts. All das hast du in deiner Leber drin. Und das wurde so richtig schön über die ganzen Ahnen, Gedönssachen, vererbt. Halleluja. 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 Jetzt läuft ganz dicker Teer raus. Von innen nach außen halt. Und alles in dein Lavasee, weil hochgradig giftig und toxisch. Halleluja. Ach, jetzt bin ich müde. Das heißt, dein Körper geht in den Heilmodus. Sehr, sehr gut, mein Engel. Halleluja. Jetzt kommt Großmutterenergie zum Vorschein. Die ist sehr kalt, einfrierend. Man kriegt keine Luft, als wenn die nur toxische Ausstrahlung hat. Also kein Sauerstoff, sondern Stickstoff zum Beispiel. Das geht jetzt raus aus deinem Feld, aus deiner Leber. Den vollen Staubsauger werfe ich jetzt mal in deinen Lavasee, weil ja alles nur Gifte und so, ne? Hals geht auf, Herzchakra geht jetzt auf. Halleluja. Halleluja, wir haben einen Halleluja-Engel. Halleluja. Jetzt fällt dir das wie Schuppen aus dem Körper.
wie man so sagt, Schuppen von den Augen fallen, aber eben vom Körper runter, alles in den Lavasee. Als wenn du dich hinter den Giften versteckt hast und hinter der Leberproblematik, Leberherausforderung. Halleluja. Erleichterung kommt. So dieses, oh, ich kann endlich loslassen. Der Schmerz, der Stress, die Last des Lebens, Leberleben, gehen wieder aus meinem System und die Leber kann wieder anfangen zu atmen, da zu sein, sich auszudehnen, weißt du, sich zu strecken, zu recken. Oh, die Lebensgeister kommen jetzt wieder. Ich schneide jetzt totes Gewebe energetisch aus dem energetischen deiner Leber heraus, alles in den Lavasee. Und ersetze das mit der Essenz deiner Seele, sodass dass das wieder alles zu einem Ganzen wachsen kann. Halleluja. Ich bereinige den Kanal Leber-Galle und sauge noch etwas aus der Galle ab. Da ist nämlich auch wie Gelee drin. Das ist überhaupt keine richtige gesunde Galle mehr. Selbst das ist total energetisch in der Herausforderung, nicht wahr? Wir umschreiben wieder sehr clever das Problem, wie du merkst. Und ich diese klipperartige, schleimig, klebige da drinne, das sauge ich auch gleich noch ab. Dadurch bist du auch, was deine Emotionen betrifft, komplett im rot-pinken Bereich, also permanent oben. Du übertreibst mit diesen Emotionen die Dinge, die da sind. Du machst aus einer Mücke einen Elefanten, alles ist zu viel und wie auch immer, es fährt sich dadurch runter. Das dritte Auge öffnet sich, es wird besser im Kopf, die Borniertheit, dieses Plemmgefühl, dieses Gehirnnebelgedöns geht raus aus dem Kopf. Halleluja. Halleluja, weißt du? Halleluja. Du grinst, sitzt vor mir, die Zähne, zahnlose Minka und strahlst mich an und grinst und bist glücklich und bist seelisch und voller göttlichen Valium. Wenn denn wieder die Worte fehlen, ne, war? Halleluja. Halleluja. So langsam kommt weißer Heilnebel wird jetzt reingezogen in deine Leber. Und all die Ritzen und das Zerbröselte, das Verätzte in der Leber wird jetzt weiß und wird gefüllt mit dem Heilnebel. Kann sein, du merkst ein bisschen Druck und dass die plötzlich riesengroß ist. Na klar, weil sie nicht mehr zusammengekrumpelt ist, sondern die ist jetzt wieder saftig, die ist jetzt wieder groß. Dick und fett, wie wir die Leber haben wollen, aber gesund, dick und fett. Du kennst gesund und pumper, rund und gesund. Pumper gesund. Ach ja. Halleluja. Es kommt noch mehr Heilnebel rein und geht in den ganzen Körper.
um alle Stellen, die im Körper sind, die mit der Leber verbunden sind und die die Leber beeinflusst, auch mit dem weißen Heilnebel zu füllen. Halleluja. Fließt alles den Gallengang lang. Halleluja. Das ist total cool. In deine Leber schreiben sie jetzt Heilhieroglyphen rein, die so miep, miep, miep machen und senden eine Heil-Morse-Code in deine Leber. Halleluja. Dein emotionaler Rundrücken begradigt sich, wird gerade, du stehst wieder aufrecht, ich merke das bei mir. Halleluja. Der Kopf in die erhabene Position. Du musst nicht mehr im Drama der Leber gefangen sein und dem Drama der gespeicherten Emotionen in deiner Leber. Die schreiben immer noch die Heilhieroglyphen rein. Das ist total cool. Halleluja. Und immer wieder so alte Frau. Und da hast du ganz schweren Knacks in die Leber reingekriegt. Die hat sehr viel Schwarzmagie betrieben mit ihrer Art und Weise, mit dem Leben umzugehen, mit Menschen umzugehen, mit dir umzugehen. Und dadurch hat die dich extremst geprägt. Alles, was das ist, alles, was das war, alles, was das sein könnte. Die Lügenmärchen, Erfindung, Separation, Projektion und Schlussfolgerung. Darauf, darunter, davor, dahinter, daneben, das elektromagnetisch, biochemische, infoenergetische an Abprägung. Die Autoresponder, zertrümmerte Autoresponder, archimedische Spiralen an Algorithmen. Das elektromagnetisch, biochemische und infoenergetische dazu. Das schwarz-weiß und buntmagische. Darauf, darunter, davor, dahinter, daneben. Durch alle Seinsformen, durch alle Leben. Zerstören, löschen, umkrehren, eliminieren. Das macht eine Halleluja. Kündigen auf, schön ab, annullieren wir durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multiversen und Zeitzonen, zurück an die Ursprünge und Bewusstsein. Kopf wird frei gemacht, da werden die letzten Verhärtungen, falschen Gedanken, Verstrebungen, Verwicklungen gelöscht. Hals, Herzchakra, Dekolleté, Solarplexus, Sexualchakra, Halleluja. Halleluja. Wurzel, Rücken, Schultern, mittlerer Bereich, Hohlkreuz. Du trägst auch vorne um den Bauch wie ein Fett, eine Fettschürze, ein Fettring. Irgendwas, was auch nicht schön aussieht, wenn du dich nackig siehst, zum Beispiel. Und das ist bis in den Oberschenkel. Übelkeit, Übelkeit, Übelkeit. Halleluja! Der Kopf wird klar, Rücken wird klar, Bauch wird klar, Bauchgehirn wird klar, Darm wird klar, Oberschenkel werden klar, ist alles kühl, Knie. Halleluja. Waden, Schienbeine, falsche Informationen in der Haut fallen raus. Das ist so, wie, als wenn du dich selbst durch die Leber gebrandmarkt hast, dass du von weiß sozusagen schwarz geworden bist. Von der Haut, von, also richtig scheckig, schwarz-weiß, also ganz komisch. Füße. Die Füße gehen in den Boden und all den ganzen Dreck, du spürst es jetzt, geht über die Fußsohlen komplett raus. Alles ist kalt und der ganze Mist geht zur Mutter Erde, dass die es transformieren kann. In deinem Namen. Zu ihrem Wohle. Die Schultern gehen runter. Die ganze Wirbelsäule rastet jetzt ein. Das Sonnengeflecht, das strahlt über deine ganze Körpermitte. Du kannst atmen, Hals geht auf, Luftröhre geht auf. Du kannst bis in den Darm atmen, bis in die Oberschenkel, bis in die Knie, bis in die Unterschenkel.
bist noch ein bisschen high, aber von den guten, von den göttlichen Valium-Energien. Das Entenhäutchen geht weg, so dass du die Wahrheit wieder sehen kannst mit deinen Augen. Und du nimmst Abstand von all deinen Dramen, die mit der Leber, mit der Laus, die dir über die Leber läuft, immer wieder zu tun hatten. Weißer Heilnebel, ganzer Bauchbereich komplett weiß. Jetzt der ganze Oberkörper, Unterkörper. Mein weißes Heilei kommt. Halleluja. Lächeln und Dankbarkeit kommt. Die Ohren gehen auf, die Ohrchakren, Hörmann-Monsterlöcher. Die Ohren an sich gehen auf. Der Bereich bei dir geht komplett jetzt auf. Das ist so wie ganz viele kleine Chakren. Der Bereich geht auf, weil das hat alles mit der Leber zu tun. Leber-Galle-Bereich. Der ganze Kopf hinten so geht hier auf. Wie gesagt, die Plemheit soll weg. Halleluja. Du hast jetzt das Zepter für dein Leben wieder erhalten. Leber, Leben. Dankeschön. So, das war's dann. Wir schauen mal, was dein System aus dieser Magie der energetischen Behandlung macht. Ich bedanke mich, dass ich dir wieder helfen durfte. Ich knuddel dich, ich wuddel dich und freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut.